Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft Classic Wrath of the Lich King. Mal ganz schnell hier durchbuffen. Das nicht vergessen. So, ja, wir gucken jetzt mal danach, würde ich sagen. Zerbrochene Allianzen. Weil hierfür... Obwohl, nee, die können wir auch machen. Das hier können wir nicht im... Also dazu müssen wir nach Alterac. Das war mein Plan, die Sachen zu holen, wenn wir wieder nach Arati müssen. Den guten Goldir müssen wir auch noch retten. Wir müssen also sowieso nochmal in die Gegend. Also Arati-Hochland ist ja nicht direkt, aber das ist ja Vorgebirge des Hügellands Alterac. Da kriegen wir den dann auch. Ich bin mal gespannt, wo der ist. Bitte nicht schreiben, ich suche ihn mir. Ich weiß, ihr schreibt mir immer gerne, wo ich was finde. Also irgendjemand hat auch geschrieben, wo man Goldir findet. Ich habe das bisher bewusst ignoriert. Weil ich meine, ich kann das nachgucken. Also ich bin in der Lage, die Google-Suche zu bedienen. Von daher, das wäre nicht das Problem, aber das wäre ja nicht das Spaßige dann an der Sache. Ich will rausfinden, wo der steckt. Das heißt, ich werde nochmal dann das Alterac-Gebirge abklappern nach Syndikatsstützpunkten, in denen Goldir gefangen gehalten werden könnte. So, weil das muss Onimandra ja auch tun. Also in Character. Ich glaube, wir gucken mal hier nach als erstes. Wo müssen wir hin? Für die nächste Aktion, Felselementare. Wo sind sie denn? Weiter westlich von hier oder südöstlich entlang des Gebirgsrandes? Damit meint er natürlich von seinem Standort aus. Das war irgendwo hier, glaube ich. Weiter westlich oder südöstlich? Das ist interessant. Weiter westlich oder südöstlich? Okay. Ja, ich habe überlegt, wir werden einmal hier lang. Ich werde mal gucken, ob ich große Elementare finde. Ansonsten wollte ich hier mal... War das Camp Keg, wo wir hin mussten für das? Camp Boff. Wo war nochmal Camp Boff? Das hatten wir... Keg? Wir hatten Camp Boff. Wo war es? War es nicht hier? War es hier weiter? Hier? Da ist Camp Boff. Da ist Camp Boff. Okay. Ja, wir könnten hier einmal so durch, hier quer. Dann könnten wir auch nochmal hier quer durch, um zu gucken, ob wir die restliche Map hier noch ein bisschen aufmöbeln können. Weil die sieht so ein bisschen unterbrochen aus. Das finde ich ja immer ein bisschen störend. Landkarten sollen bitte ordentlich aussehen. So. Weil hier sind ja überall Straßen und ich, oder nicht Straßen, aber so Wege und ich finde das so irritierend, dass die so nur so angedeutet hier sind. Aber vielleicht ist das auch einfach, das ist das, was davon über ist, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß, da ist Königsblut, das brauchen wir aber nicht zwingend. Ich würde aber gerne die Feuerblüte hier wieder mitnehmen. Camp Wurg. Hatten wir Camp Wurg schon? Nein, wir hatten Camp Wurg noch nicht. Boss Togro, ist das nicht der, den wir brauchen? Oh, der wandert von einem Camp zum anderen. Ach du Scheiße. Und der ist natürlich nicht mit... Ja, ja. Tötet Boss Togro. Und der wandert mit wie vielen? Eins, zwei, drei... Das könnte ein bisschen schwierig werden. Wir können... Nee.
Ich glaube, egal wie wir es machen. Der ist irgendwie sehr süß klein. Egal wie wir es machen. Der wird mit diesen 5 Leuten rumlaufen. Boah. Und er wandert von einem Camp zum anderen. Das ist auch interessant. Also er besucht wahrscheinlich die ganzen Uga-Camps hier. Oh. Ich habe ein bisschen Angst. Camp Wuruk hatten wir noch nicht auf der Karte. Es wird aber auch gar nicht als entdeckt. Also scheinbar ist das nicht weiter wichtig. Es wird hier gar nicht angezeigt. Es ist einfach irgend so ein Uga-Camp. Nehme ich an. Aber das erklärt natürlich, weshalb wir den Boss nicht gesehen haben beim letzten Mal. Er war einfach gar nicht... Er war gerade gar nicht an diesem Camp. Er war irgendwo unterwegs. Yes, ist nie. Könnte schwierig werden. Meine Herren, hier sind so viele Kojoten. Ja, und jetzt haben wir einen an der Hacke. Ich hab's gehört. Sarikotel. Auch das ist noch ein Stufe Fragezeichen. Das ist ja auch geil. Boah. Krieg immer mehr Angst hier. Trock, ich habe ihn gesehen. Ich glaube, wir haben das schon mal festgestellt, dass hier Trocks sind. Ne? Ja. Stimmt, hier war auch irgendeine Ausgrabungsstätte. Und der hatte auch eine. Der hatte eine Uldaman-Quest für uns. Nee. Sehr verwirrend. Das packen wir erstmal dahin. Ja, das geht nicht. Ist für unser Volk nicht verfügbar. Ich würde mal sagen, wir schmeißen diese Halskette dann mal weg. Ich habe überhaupt gar kein Zeug verkauft. Beim letzten Mal. Naja, gut. Den Trank dahin. Den lassen wir da. Den da. Ich bin gerade am Überlegen. Ich muss gerade ein wenig denken, was wir hier tun. Eigentlich habe ich ja gedacht, das hier, aber ich bin mir nicht sicher. Oder waren die hier oben? Irgendwo hatte ich große Elementare gesehen und habe dann gedacht, ah, lieber nicht. War das vielleicht hier oben? Das könnte sein. Wir gucken hier nochmal, weil hier konnte man... Hoch. Waren hier die großen Elementare? Hier waren sie. Da. Großer Elementar. 43. Eieieiei. Mal gucken. Wie wir damit klarkommen. Auf jeden Fall schön inneres Feuer aktiv halten, wenn wir gegen die kämpfen. Das ist halt die Frage, ob das ist. Kriegen wir die großen. Wir haben jetzt gar nichts von ihm bekommen. Ich hätte jetzt aber gedacht, das sind die großen Elementare, die wir da brauchen. Die Wütenden. Aber möglicherweise auch nicht. Möglicherweise sind die für noch eine andere Quest, die dann folgt. Das könnte jetzt auch sein. Das müssen wir noch an.
mal eben schnell weghauen. Chromit-Barbute, das klingt nach einem... Ich würde sagen, das klingt nach einem Gewehr oder so. Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Tiefsteinsalz, schon wieder. Ich glaube, Utex Finger können wir mittlerweile auch... Ich glaube nicht, dass ich das noch... Wobei... Wenn ich irgendwas kriegen würde, was hier ne, in der linken Hand eine Einhandsache wäre, die damit gut kombiniert, why not? Aber das verkaufen wir auf jeden Fall. Wobei, da könnte man sogar überlegen, ob man das... Ja, aber die scheinen diese großen Steinplatten nicht zu haben. Finden Sie weiter westlich oder südöstlich entlang des... Wahrscheinlich müsste man weiter südöstlich, also weiter gen Osten noch. Irgendwie glaube ich nicht, dass das die richtigen Elementare sind. Ich hätte vermutet, dass zwei davon auf jeden Fall, also das von zwei in einer auf jeden Fall das droppt, was man braucht. Aber möglicherweise auch nicht. Wir kennen das ja. Hier ist Camp Boff. Ja, also das, da müssen wir tatsächlich mal gucken, dass wir den machen, wenn wir was größer sind als 42. Weil ich glaube nicht, dass wir da weiterkommen. So, hier, ja, der Drachenschädel sagt eigentlich schon alles. Okay, er hat immer noch keine Quest für einen. Ich habe gedacht, er würde vielleicht eine Quest haben. Wir gucken mal vorsichtig rein. Wir sind ja nicht rein. Wir haben ja nicht geguckt, was da so alles drin ist. Aber auch der ist schon Level 42. Das heißt, es wird schon ein bisschen... Jetzt mal so weitermachen, sind wir bald Level 43. Dann spielt das alles keine Rolle mehr. Ja, ich muss dann unbedingt nach Unterstadt und lernen. Weil im Augenblick haben wir nichts davon, dass wir aufgelevelt sind. Also Fertigkeiten technisch. Oh, ein Zitrin. Okay, der hat uns angegriffen. Hier sehe ich allerdings nur Welpen bisher. Ich sehe keine Großdrachen. Ist jetzt die Frage, wo die Großdrachen stecken, ob die da weiter in der Klamm sind. Ich nehme es mal fast an. Oh Gott, wie sie da so jämmerlich... Ja, die Armen. Und man kann sie häuten. Das ist... Ich finde die ja immer total niedlich, diese Drachkin, also diese kleinen Drachenwelpen. Ich hätte gerne so einen. Ein bisschen erinnern sie mich an die Sumpfdrachen aus von Pratchett, aber also so von der Art, wie sie hier aussehen, so ähnlich sind, glaube ich, sehen die Sumpfdrachen bei Pratchett auch aus. Deswegen ist das die Größe passt auch und kleiner Flammenbeutel, der ist auch für irgendwas gut. Da bin ich sehr sicher. Ich sehe hier keine Großdrachen.
Also entweder bin ich hier falsch für die Großdrachen, oder aber... Ach, die sind weiter in der Klamm. Wir sind ganz am Anfang der Klamm. Ich dachte, wir wären schon weiter drin, tatsächlich. Wir könnten mal aufsitzen. Gucken. Hier ist auf jeden Fall ein Haufen Skelette. Aber benötigt Zeichen der Erde. Oh, wow. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen hier. Hier gibt es auch so eine... Okay. Ach, das ist das... Oh, hier sind die großen... Oh, no. Ernsthaft? Die sind Elite? Oh. Oh, mein Gott. Das sind alles... Elite-Drachen. Ja, genau, die sind das. Gott. Stufe 45, Drachken-Elite. I don't think so. Aber dann wissen wir wenigstens, die sind hier in der Klamm. Da sind wir dann schon richtig irgendwann. Oh, wow. Aber ich fürchte, das muss ich noch ein bisschen warten, die Quest. Ich gehe mir wieder... Gut, wie kriegen wir jetzt die großen Fels, den großen Fels? Hm? Die große Steinplatte, das müssen wir als nächstes machen. Zerbrochene Allianzen sehe ich uns auch noch nicht machen mit den ganzen Ogern da. Müssten wir auch nochmal gucken. Wir könnten natürlich hier zwischendurch das holen, nach Altarak gehen, den Goblin suchen. Das wäre vielleicht gar nicht so falsch. Dann könnten wir auch nochmal... Wir müssen ja, wie gesagt, eh nach Unterstadt. Also das wäre vielleicht eine Maßnahme, dass wir das machen. Eventuell kommt dann hier auch noch eine Folgequest wieder. Das weiß ich ja nicht. Wo geht's dahin? Okay. Da sind wir lang geritten. Camp Kosch, das war auch nochmal. Mhm. Südöstlich wäre hier unten für mich. Deswegen hier oben sind sicherlich keine großen. Es ist wahrscheinlich doch das Ding da. Vielleicht habe ich zu früh aufgegeben bei dem Elementar. Allerdings nützt uns nichts. Nee, komm, lass das. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Oh, hier ist... Ach so, der... Was wollte er nochmal? Das habe ich vergessen. Das haben wir nicht angenommen, aber was wollte er? Zeit ist Geld. Ach du meine Güte, er wollte ganz viel. Oder die hatten wir vorher noch nicht. Ich glaube, wir hatten nur die gegrillten Bussardflügel. Was sind denn... Bleib sauber. Oh no. Oh no. Bleib gut drauf. Ich gucke jetzt einmal kurz, ob wir das vielleicht doch. Doch, wir hatten das. Wir hatten das. Ja, ja, wir hatten das. Bleib gut drauf. Bleib sauber. Das Rezept kenne ich bereits. Deswegen, ich glaube, deswegen habe ich das nicht gemacht, weil ich das Rezept schon kannte. Darum habe ich die Quest nicht gemacht. Ich hab, was ihr braucht. Wir verkaufen jetzt einfach alles. Ich habe auch mittlerweile fast 60 Gold. Ich habe ein paar Dinge im Auktionshaus verkauft und bin jetzt ein wenig näher am besseren Pferd.
wollte einmal, genau, ich wollte hier einmal quer durchreiten, um zu gucken, ob es nochmal mehr irgendwas aufdeckt. Aber ich glaube, da wird nichts weiter aufgedeckt. Okay. Ja, vielleicht wäre es wirklich eine Idee, jetzt nach Arati zu gehen. Komm, Feuerblüte. Und dieses Frostöl zu holen. Ich könnte noch mal nach da oben gucken, weil ich habe tatsächlich nach den großen Elementaren nur auf... Die habe ich ja hier oben, weiter westlich, hat er ja auch gesagt. Das heißt, die müssten ja dann vielleicht irgendwo hier oben auch noch sein. Die größeren Elementare. Das könnte man noch mal eben machen. Das sind ja alles die niederen. Schau ich mal, ob hier noch größere irgendwo sind. Das sind aber alles niedere. Er hatte ja eigentlich gesagt, weiter westlich wären größere. Geht's da noch weiter? Und ich habe das noch nicht, richtig durchschaut hier gerade. Guck mal gerade. Ah, da geht noch ein Weg rum. Den hatte ich noch nicht. Nee, da geht kein Weg rum. Alles klar. Ja gut, keine Ahnung. Wo er dann meint, dass es weiter westlich wäre. Ich bin verwirrt. Weil hier so direkt um Kargard rum sind die sicherlich nicht. Nee, da kommt man ja auch nirgendwo hin. Nee, da ist nichts. Alles klar. Gut. Lokta. Ich möchte... nach Tarrensmühle. Genau, nach Tarrensmühle. Dann werden wir jetzt das hier machen. Brokin, einer meiner Goblin-Freunde, kann euch lernen, wie man es herstellt. Er wohnt in Alterac. Er wohnt in Alterac. Heißt das in den Ruinen von Alterac? Also, da meint er einfach das Alterac-Gebirge und er wohnt irgendwo. Sind wir hier irgendwo bei einem Goblin vorbeigekommen? Irgendwo, als wir hier durchgeritten sind? Ich bin mir nicht sicher. Die Ruinen von Alterac sind so Uga-infestet, dass ich nicht sicher bin, dass wir da irgendwo... Andererseits, wer weiß. Irgendwo in einem... Ich meine, hier war ja auch noch... Hier waren ja auch nicht überall nur... Syndikatsstützpunkte. Wobei hier war die Syndikatsstützpunktdichte schon sehr hoch. Aber Alterac ist eben... Ist jetzt die Frage, meint er wirklich in Alterac, in den Ruinen? Ja. lustig. Bin mir nicht sicher, ob wir mit irgendjemandem Kontakt sogar hatten, der... okay. Ah, hier sind wir gerade. Ja. Gut. Ja, was ich halt... Es ist alles nicht... Also das Einzige, was... grün ist, sind die beiden Quests und die hier. Deswegen, puh.
Das müssten wir auch nochmal machen. Ich würde mal sagen, das sollten wir auch mittlerweile schaffen. Also die gelben Quests sehe ich nicht so als das Problem an. Die roten sind eher problematisch, aber die gelben gehen ja. Das ist alles in Burg Strumgarde, deswegen will ich das noch ein bisschen schieben. Denn das Burg Strumgarde an sich, also würde ich für uns noch als ganz schön Hardcore bezeichnen. Überleg gerade, ich glaube, ich bin mit Level 40 das letzte Mal da drin gewesen und da haben sie mir ja auch den Popo verjohlt. Da habe ich mir auch nur durchgestorben auf der Suche nach dieser Krone des Willens. Frage, sollte ich oder hätte ich jetzt einfach nach Unterstadt gehen sollen? Ich muss gleich nochmal gucken, wie viel Gold wir brauchten. Ich meine, es war 60 Gold allein schon für das Pferd. Was es dann schwierig macht, noch was zu lernen und alles, wenn wir das Pferd kaufen wollen. Ja, es wird noch ein bisschen dauern. Das Pferd und der geübte Reiter und ein bisschen Gold fürs Lernen brauchen wir ja auch. Wir schnecken noch ein bisschen mit unserem, was ist es, 60% Pferd. Talente sind wir auch auf einem guten Weg. Da habe ich ja schon gesagt, so ein bisschen hier und da, ne? So. Hier wollte ich ein bisschen verbessern noch. Das müssen wir auch noch ein bisschen verbessern. Schattenmacht müssen wir auch auf jeden Fall verbessern. Und verbesserte verschlingende Seuche hätte ich auch gerne. Aber das ist ja auch okay, weil die nächsten Punkte, also die verbesserte Schattengestalt, dafür brauchen wir allein schon 35 Punkte vergeben. Das heißt, die nächsten beiden Level gehen einfach in eine dieser Sachen rein. Ich glaube, ich hatte das genommen, weil es die Mana-Kosten verringert. Genau, das machen wir erstmal dann beim nächsten Level ab und... Kritischer Schadensbonus. Das bedeutet aber, wir müssen natürlich auch kritischen Schaden machen. Das heißt, wir brauchen... Das finde ich auch gut. Oh, das ist gut. Verbesserten Gedankenschlag müssen wir auch noch machen, ja. Hatten wir irgendwas, was die Crit-Chance erhöht? Was wir noch nicht gemacht haben? Ich glaube nicht. Nee. Nee. Okay. Nee, wir hatten nichts, was so direkt den kritischen Schaden erhöht. Ich guck jetzt gerade mal in die Post, da müsste eigentlich noch der, ist der da noch? Ja. Pferdegeld. Ach so. Ja, hier ist der Brief. Den nehmen wir mal raus. Das können wir löschen. Ich will ihn lesen. So. 50 Goldstücke kostet das geübte Reiten. Und 10 Goldstücke kostet das Pferd. Das war's, genau. Deswegen, wir brauchen auf jeden Fall 60 Gold allein schon für das Reiten.
Ich werde mal sicherheitshalber den Ruhestein hier hinsetzen. Ich habe genau das, was ihr braucht. Damit wir nicht, wenn wir sterben sollten auf der Suche nach dem Goblin, wie hieß er gleich? Brookin? Dann, Tarnsmühle ist unser Zuhause. Da fühlen wir uns doch immer am wohlsten. Das ist so schön von Untoten hier alles bewohnt. Das mögen wir. Okay, alles klar. Machen wir mal hier einen Cut. Bisschen früher als beim letzten Mal. Ich gehe dann mal in der nächsten Folge auf die Suche nach Brookin. Im Alterac-Gebirge. Irgendwo in Alterac. Ist ja nicht so groß. Hust. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.